Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Hearthstone Go for Gold. Wir spielen gegen TZP. Ein Bronze-Terraner mit einem Protoss-Zealot-Build. Mal schauen. Auf Alter 7, das heißt, ich spiele Nexus First. Ja. Ein Bronze-Terraner, ja, schauen wir mal. Mir ist es eigentlich relativ wurscht, in welcher Liga sie sind. Vor allem jetzt inzwischen durch dieses, wie hieß das? Natürlich das neue Ranking-System, wer es nicht mitbekommen hat. Ist jetzt ein neues Ranking-System. Wenn man jetzt, mehrere Tage nicht mehr spielt, wird das MMR so weit zurückgesetzt, dass als hätte man irgendwie 10 Spiele hintereinander verloren oder so. Ist leicht übertrieben dargestellt, aber so ungefähr passt das. Dass man halt wieder gegen Leute spielt, die schwächer sind. Und außerdem wurden jetzt Spieler durch dieses neue Ranking-System auch ziemlich schlecht eingestuft. Das heißt, dieser Bronzespieler hat eventuell den Skill eines Platin bis Diamond, Platin bis Diamond, genau. Nein, Silber bis Diamond-Spielers. Was? Silber bis Diamond? Was erkläre ich hier? Was mache ich hier für Scheiße? Silber bis Gold. Mann! Silber bis Diamond, ja super. Freut mich auch. Ja, Nexus First, wie gesagt, weil die Map ist halt riesengroß. Da gehe ich euch jetzt nicht scouten. Das mache ich später. Eins nach dem anderen. Die wichtigen Sachen zuerst. Scouten braucht man nicht. Ne? So, du da runter. Schon mal Ding ins Laufen. 16 Supply, Echse setzen, passt. Bei 2 Minuten und ein bisschen ist gut. So, und dann würde ich sagen, da ist ein WBF. Scheiß WBF. Knapp. Aber es hat mich nicht gesehen. Nein, WBF. Es ist wieder weg, okay. Ja, er hat meinen Nexus nicht mitbekommen. Aufmerksam, leicht Defizit, leichtes Aufmerksamkeitsdefizit würde ich schätzen. Aber ich bin ja kein Doktor, deshalb darf ich da auch nicht so Diagnosen stellen. Oder er hat es einfach wirklich nicht gesehen. In der Grandmaster Liga hätte ihn das jetzt gekillt. Denn er hat halt die Base nicht gesehen, dementsprechend nicht richtig reagieren können, weil er halt nicht wusste, dass ich Nexus First spiele, hat dementsprechend nicht ebenfalls eine sehr schnelle Echse genommen und wird demnach das Spiel verlieren. Nein, das wäre natürlich nur auf Grandmaster-Niveau und das spiele ich leider nicht. Es wäre total genial, wenn ich mit StarCraft mein Geld verdienen könnte. Ich wäre so happy. Einfach hinsetzen, paar Stunden zocken, Geld verdient. Das wäre so geil. Das wäre aber mal richtig geil. Aber naja. Träumen darf man hoffentlich noch. So, Supply habe ich. Also er hat mich recht früh gefunden. Das bedeutet, aber es liegt nahe, dass er entweder hier oder da ist. Schauen wir mal. Ja, ich gehe auch scouten. Also ausnahmsweise mal. 14. Wow. Er spielt Triple Proxy Rex. Darf ich ihm eins aufs Maul geben? Ich meine, Proxy Rex. Ja. Meinetwegen. Soll er halt verrecken für. Aber gleich Triple Proxy Rex? Dafür soll er in die Hölle schmoren. Du hierhin, Fräuleinchen. Aber alles kein Ding, kann man alles ändern. Ich spiele jetzt auch nur Double Rex. Also Double Rex, genau. Was tue ich hier? Na, scheiß drauf. Dreifach. Drei Gates. Und noch ein Dingens, Pylon zum Sichern. Stalker. Chrono Boosten. Ja, jetzt wird es nämlich lustig. Ich weiß, dass er hier unten drei Rexes hat. Drei Rexes? Keine Ahnung. Was da gerade der angemessene Plural ist. Ist mir auch recht wurscht. Das heißt, ich spiele jetzt als Konter einfach mal 3-Gate Robo. Was Besseres fällt mir halt nicht ein.
Nein. Nicht angreifen. Nur angreifen, wenn der Mothership Core geslowt hat. Dann kann ich angreifen, gefahrlos. Und dann passiert mir halt nichts mehr viel. Und er hat halt nicht geslowt, deshalb greife ich nicht an. Ich hoffe, das macht irgendwo Sinn. So, die Sentry kann sie einsperren. Dann ist ein Micro für einen Eimer. Du auf die 3 und nicht mehr auf die 2. So. Okay, Upgrade complete. Research complete, wie auch immer. So. Das ist halt gerade das Schöne. Ja, okay, den kriegst du noch. Den Kill kriegt die Sentry. Und damit wäre das abgewehrt. Ich werde zur Sicherheit nochmal Pylonen bauen, ja. Zur Sicherheit werde ich definitiv noch Pylonen bauen. Pylonen, wie auch immer. Und würde sagen, räumen wir mal seine Racks weg, falls sie die schon weg sind. Nein, sind sie nicht, okay. Okay, er hat Concussive Shells. Lass ihn mal näher kommen. Marine tot. Den hat's auch erledigt. Er hat alles abgehoben. Das Ding brennt. Wenn's brennt, ist es meistens nicht mehr zu retten. So, ziehe ich mich mal ein bisschen zurück. Ist in Ordnung. Tassada oder wer auch immer da gerade mit mir redet. Pylon. Doppelte Forge. Für gute Upgrades. Na komm. Wow. Aber da muss ich sagen, Respekt, du Lusche. Das war schlecht gespielt, eigentlich. Weil ich es halt gescoutet habe. Gut, mehr schlecht als recht, aber ich habe es gescoutet. Ich weiß immer noch nicht, wo mein Gegner rumgeiert. Aber. Ja, ich weiß nicht, wo mein Gegner rumgeiert. Egal. Finde ich schon raus. Irgendwie. So, du darüber. Du und du. Auch schon mal darüber. Ja, und jetzt hat er ein Problem. Weil ich habe halt diese Force. Er hat ziemlich viele Mineralien verschwendet dafür. Für das, was er versucht hat. Und das könnte ihm das Genick brechen. Und schau noch mal. Ist nach da weggeflogen. Charge erforschen. Drei neue Zealots ranschaffen. Bevor ich jetzt Angst habe, sind Drops. Aber auch nicht extremst, nur so ein bisschen halt. Ja, ich habe da eine Base, mein Freund. Du kannst nichts dagegen tun. Ich schicke jetzt einfach mal ein paar Arbeiter rüber. Wow, hat sogar fast gepasst. Ja, ein Tank, ein Bunker, drei Racks. Was hat er noch? Also, keine Upgrades, ich habe Einser. Das wird ihn umbringen.
Zeit, ihn zu killen. Du. Aus hier ein Pylon und da ein Pylon. Du da rein. Du dahin, du auch dahin, du. Du und du. Kolosse sind im Bau. Charge habe ich jetzt auch, ich würde sagen, das reicht. Räumen wir mal die Tür auf. Hallo! Ich bin da! Und du? Du, Matunala! So, läuft. Alles fertig. Der Terraner hat verloren. Ich bin ja total in der Siegesstreak. Ich kann reinwarpen nebenbei. Und tschüss. Ja. Was will man mehr, ne? 15 Minuten Spiel ist in Ordnung. Kann man machen. Rang 13. Gegen einen Top-Bronze-Spieler. Funktioniert das wieder mit dem Profil? Oder. Ne, nicht wirklich. Geht zu lange. Grafen. Ja, okay. Army Value. Verloren. Resource Collection Rate. Abgekratzt. Upgrade Spending. Abgekratzt. Work is active, sowas von abgekratzt. Weil er hier, während er die drei Rex, die Proxy, drei Proxy Rex, Mano, wenn er die betrieben hat, hat er halt nicht nachgebaut. Das ist ein Fehler. Er muss konstant WBFs bauen. So wie ungefähr hier. Ist mehr oder weniger konstant, bis auf hier, weil da brauchte ich keine mehr. Ich hatte drei Bases am Laufen. Da brauche ich keinen neuen. Ja, Platz 13. Schauen wir noch kurz rein. In die Ladder. Nö, dauert mir zu lange. Naja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, über einen Kommentar, Daumen nach oben und oder Abo. Freue ich mich immer. Hehe. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.